Hallo, einen schönen guten Abend wünsche ich. Wir nähen heute einen kleinen Hund. Ich finde ihn süß. Ein ganz goldiges Teilchen. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich habe heute den ganzen Tag fleißig Anleitungen geschrieben, wer es vielleicht schon in den Stories gesehen hat. Wenn man in Urlaub geht als selbst und ständig Arbeitender, dann macht das keiner für einen weiter. Und deswegen muss man das irgendwann aufholen. Und das ist immer nicht so einfach, weil nach dem Urlaub geht es ja eigentlich ganz normal weiter. Und dann muss man mal schauen, wo man die Arbeit, die während dem Urlaub liegen geblieben ist, noch reinquetscht. Aber morgen ist Feiertag, da kann ich auch noch mal aufholen. Also da werden dann noch Quildereien aufgeholt. Ja, ist so. Selbst und ständig, ne? Aber ich wollte es ja so, ne? Ich könnte ja was dran ändern, wenn es mir keinen Spaß machen würde. Genau. Also, wir haben heute einmal die Anleitung für den Scotty. Ich glaube, Scottish Highland Terrier oder so ähnlich. Ich nenne sie, glaube ich, Cäsar-Hunde. Die von der Cäsar-Werbung, ne? Das ist es so einer. Und ihr könnt den. Hier unten seht ihr wahrscheinlich die Claude Draht. Ihr müsst leider meinen pinken Nagellack ertragen heute. Dazu bin ich nämlich nicht gekommen, den noch zu ändern. Also, ihr habt hier die Quadrate und ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, das kann man ja auch im Ganzen machen. Habe ich aber extra so gelassen, weil ihr könnt den dann auch ein bisschen unterschiedlich farbig. Zum Beispiel unser Hund ist ja weiß und schwarz. Dann könnte man das hier auch so ein bisschen geschickt machen und unterschiedliche Farben einbauen, wenn man keinen einfarbigen Hund nähen möchte. Genau, der ist heute entstanden. Dann ist ein Block, der heißt Alabama. Ist so ein bisschen Log Cabin angehaucht, aber nur ganz leicht, weil der hat auch viele kleine Quadrate. Also auch so ein bisschen eine Mischung aus Irish Chain und Log Cabin. Sagen wir es mal so. Das ist der Alabama. Der ist auch im Shop. Dann ist heute noch gekommen Odds and Ends, das heißt so viel wie Krimskrams. Da ist ein bisschen Quadrate, ein bisschen Rechtecke, ein bisschen Dreiecke dabei. Und davor war noch einer. Den habe ich schon wieder vergessen. Der war heute früh irgendwann dran. Fällt mir gerade nicht ein. Ihr seht es aber in der Story und ihr seht es im Shop. Die Blöcke gibt es natürlich wieder einzeln zu bestellen oder ihr habt den Quiltbilla Sampler 2023 abonniert. Dann habt ihr die ganzen Anleitungen heute schon in der E-Mail und in der Dropbox gefunden. Genau. Also, wir legen mit dem Scotty los. Der Scotty kommt auch wieder mit Zeichnungen unten, damit ihr hier schön malen könnt. Dann hat der Scotty wieder sechs verschiedene Größen, die ihr nähen könnt. No. So. Also, den Scotty gibt es in Zentimeter, in 20x20, 30x30 und 40x40 cm. Und in Inch gibt es ihn in 5, 10 und 15 Inch. Da ist jetzt, ich weiß, der Sprung ein bisschen groß, aber sonst hätte sich das nicht schön rechnen lassen. Also, Dankeschön, Stoffmaus. Der Easy Star war dazwischen. Ein sehr beliebter Block. Also der ist wirklich sehr, sehr, sehr beliebt, weil er total einfach ist und aber sehr, sehr wirkungsvoll. Auch zu, nicht nur zu Weihnachten, nicht nur zu Weihnachten schön. Genau. So, beim Scotty. Ich nähe jetzt die kleinste Größe. Die ist wirklich mini, mini, mini. Das sind dann die Quadratchen. Quadratchen, ne? Also die sind wirklich ganz, ganz, ganz klein. Und ich habe auch schon was vorgenäht, weil den Körper, also ich glaube, das weiß jeder, wie man 3x3 Quadrate zusammennäht. Deswegen habe ich das schon mal schnell vorgenäht. Dann haben wir da ein bisschen mehr Zeit. Und die sind dann auch richtig süß. Also die sind dann, ja, ein Inch mal ein Inch am Schluss. Klein, klein. Aber nachdem ihr ja seht, meine Blöcke sind, ja, vermehren sich hier immer mehr. Und ich habe eigentlich vor, da fehlen einige, glaube ich, muss ich auch noch nachholen. Ja, mein Jahr wird das Jahr der Aufholjagd.
Und ich habe eigentlich nur vor, aus jedem einen Quilt zu nähen und zwei Quilts oder Quilts und Kissen. Also ich habe wirklich vor, das Ganze nur in einen Quilt zu packen. Und deswegen muss ich jetzt wirklich langsam haushalten mit den Größen. Und ja, deswegen nähen wir den jetzt. Der ist dann bei mir am Schluss in 5x5 Inch. Der hier, das ist der... Warte mal. Das ist der Zentimeterblock in 20x20 Zentimeter. Und ja, der 5-Inch-Block ist... Was ist denn das in Zentimeter? Warte mal. Der 5-Inch-Block ist ungefähr... Ach so, ja, das ist ja wie bei den Charm Packs. 12,75 x 12,75 Zentimeter ist der am Schluss. Also wirklich klein. Bei den ganz Mini-Teilen muss man auch sehr, sehr ordentlich und sehr, sehr vorsichtig nähen. Weil bei so ganz kleinen, wenn du dann natürlich bei der Nahtzugabe verrutscht, dann fällt das auf. Deswegen ist der 5-Inch-Block für Anfänger nicht ganz so geeignet. Da würde ich lieber den 10-Inch-Block nehmen oder eben die 20x20 cm. Da ist man schon ein wenig sicherer. Wenn man mal so einen Millimeter oder zwei rüberrutscht mit der Nahtzugabe, dann ist das nicht allzu schlimm. Bei denen ganz kleinen fällt es dann schon auf. Ich habe schon mal zugeschnitten. Also ihr seht, wir haben hier ein paar Quadrate, wir haben ein paar Dreiecke und im Grunde genommen ist der Scotty auch überhaupt nicht schwer zu nähen. Schwer wird es bei der Schnauze, weil die Schnauze hier so ein komisches Teil, so eine Teilung hat und die wird ein bisschen besonders genäht. Aber bevor wir da loslegen, zeige ich euch mal, was mit dem Scotty passiert, wenn der Scotty seine Freunde mitbringt. Und wenn der Scotty ganz viele Freunde hat, dann sieht der Quilt so aus. Und ich finde es total schön, wenn jeder Hund so ein bisschen eine andere Färbung kriegt. Also ich finde, das macht doch gleich richtig Spaß, einen Hundequilt zu nähen. Genau, also das wäre der Scotty und mit dem legen wir jetzt los. Wie gesagt, ich habe schon mal zugeschnitten und den Körper vom Scotty schon mal genäht. Dann fangen wir an hier oben mit dem Teil hier, also mit dem Hintergrund und das ist der Schwanz und das ist der Nacken. Und dafür brauchen wir das Rechteck und zwei kleine Quadrate. Das kommt jetzt darauf an, was du an Farben nimmst. In der Anleitung ist es mit dunkelbraun bezeichnet. Ich mache es halt hier jetzt in hell, weil mein Körper ist dunkler. Und dann kriegt der halt jetzt bei mir einen hellrosanen Schwanz und einen hellrosanen Nacken, sowie die Ohren und die Schnauze und der Hals. Genau, dann fangen wir mal an. Ich drehe euch mal hier mit rüber. Dafür nehmen wir dieses Teil und legen... müssen wir vorher noch was markieren. Ich markiere es jetzt... Kann ich das hier durchlegen? Ich muss mal schnell was ausprobieren. Ja, passt. Ich markiere es jetzt nicht, aber... für alle, die kein Tape haben, ich wieder von diesem Tape, gibt es auch im Shop. Das ist das Diagonal Seam Tape. Zeige ich auch gleich, wie es funktioniert, wer es noch nicht kennt. Für alle, die es nicht haben, zeichnen sich jetzt hier auf den Rückseiten der kleinen dunkelbraunen Quadrate die Diagonale bitte an. Und dann... Wenn die Diagonale angezeichnet ist, legen wir die richtig schön in die Ecken, dass die hier am Rand wirklich bündig liegen. Und ich habe hier das Tape. Und das Tape geht in der Verlängerung unter meine Nadel. Und deswegen kann ich hier jetzt die Spitze, wo die Diagonale durchgenäht werden soll, unter dem Nähfüßchen ansetzen.
Und die andere Spitze läuft auf der roten Linie. Auf der roten Linie von diesem Tape hier. Immer die Fäden gleich abschneiden, dann ist das hinterher nicht mehr so schlimm und man näht sie nicht zwischendrin irgendwo ein. Mein Dreieck ist hier gerade runtergeflogen, deswegen mache ich es nochmal neu. So. Und dann wieder die Spitze unterm Fuß und die andere Spitze am roten Strich entlang. Oder eben auf der Markierung nähen. Dann habe ich meine Schere vergessen herzuholen. So. Dann brauchen wir eine Schere, weil wir haben jetzt hier die Diagonalen genäht. Und jetzt schneiden wir. Oh, dafür stehe ich doch gleich mal auf, ne? Jetzt schneiden wir hoch hier. Zack, zapp. Das muss jetzt nicht mit dem Lineal geschnitten werden. Das muss halt bloß, ich weiß nicht, ob man sieht, da ist die Naht. Das muss eben bloß ein bisschen Nahtzugabe halt übrig bleiben, damit da die Naht nicht aufgeht. So, dann sieht es so aus. Die Teile hier können weg. Je nachdem, wie groß sie sind, können wir das ja auch aufheben und irgendwann mal irgendwo verarbeiten. Und dann bügel ich jetzt die Ecken nach außen. Dafür immer mit dem Fingernagel die ein bisschen rausstreifen und dann kann man die besser umbügeln. So, dann haben wir hier den Schwanz und den Nacken an ein Hintergrundrechteck dran genäht. Ich muss bloß mein Blatt mal besser hinlegen, damit ich da auch mitkomme. So, haben wir das hier. In der Anleitung wäre jetzt dann das hier dran. Das habe ich ja schon, wie gesagt. Und die gehören dann so aufeinander. Und weil die eben gerade so schön sind, nähe ich sie doch gleich mal zusammen. Also dafür die Teile wieder schön gebügelt, geschniegelt und gebügelt unter den Nähfuß. Irgendwie mein Pedal ist da heute verklemmt. So. Und wenn ihr Nadeln braucht, damit das alles schön aufeinander liegt, dann steckt euch das ruhig fest. Damit das dann schön aufeinander sitzt. So, und im Idealfall ist jetzt diese Ecke da an dem Übergang und diese Ecke da an dem Übergang. Aber bei mir ist es jetzt so, aber wenn sie mal ein bisschen weiter drüben ist, ist auch nicht schlimm. Ich bügel es jetzt mal aus, dann zeige ich noch mal, was ich meine. So. Also dieser hier an dem Übergang und diese hier an dem Übergang. Aber wie gesagt, wenn das jetzt mal ein bisschen verrutscht ist, das fällt hier bei dem jetzt nicht wirklich auf. Na, wenn das mal ein Ticken weiter drüben ist, weil das ist nur der hintere Körper. Also da mal bitte keinen Kopf machen. So, das lege ich mir mal da drüben hin. Da haben wir dann die linke Seite von dem Scotty schon fertig. Jetzt kommt die rechte Seite. Da haben wir dann in der Anleitung zweierlei Farben von
Dreiecken. Und die nähen wir jetzt jeweils miteinander zum neuen Quadrat. So. Dann nehmen wir ein dunkles und ein helles, legen die rechts auf rechts an der langen Kante. Werden die, so, wenn die schön rechts auf rechts liegen. Und bei den kleinen muss man immer ein wenig aufpassen, weil da ist ja eh nicht viel Stoff da. So. Und nochmal. Rechts auf rechts, ne? So. Na, ich hebe ihn lieber an. Das ist mir zu klein. So. Also, dann haben wir hier die drei Ecke zusammengenäht. Ich glaube, ich habe Ladenblödsinn gemacht. Wegen meiner Farbe habe ich mich gerade selber verwirrt. Ich dachte mir nämlich gerade, irgendwas passt doch jetzt nicht. Also, Nahttrenner. Auch verschwunden, hat mich verlassen. Gestern war er noch da. Da drüben. Das ist immer wenn man mit zwei unterschiedlichen oder mit unterschiedlichen Farben wie in der Anleitung näht, da muss man immer furchtbar aufpassen. Ja, ich nähe mit dem Inch-Füßchen. Ich habe Inch zugeschnitten und nähe mit dem Inch-Füßchen, weil wenn du in Inch zuschneidest, solltest du auch dann in Inch nähen, also mit dem Inchfuß, weil sonst wird's nicht ganz passen. So, also einmal wieder auf, weil wir nähen das Ganze mit dem Hintergrundstoff zusammen. Also zwar unsere Ohren und Schnauze, das ist ja bei mir das Helle, nähe ich mit dem Hintergrundstoff zusammen. Seht, da habe ich mich selber irritiert. Und jetzt habe ich den zweiten auch noch weggeschmissen. Heidertacken! Da ist er. Hallihallo, alle, die neu dazugekommen sind. Ich spiele gerade mit meinem Nahttrenner, aber ich sage ja immer, kein Projekt ist vollständig, wenn nicht einmal der Nahttrenner dabei gewesen ist. So. Na. Und wenn ihr hier die Kugel, da ist ja immer spitze an Kugel, wenn ihr mit der Kugel unten in die Naht rein geht und dann einfach durchzieht, dann spießt ihr ja nämlich nicht auf mit der Spitze, sondern ihr zieht mit der Kugel einmal durch und dann ist die Naht offen. Und ihr habt nicht dauernd dieses Aufgedrösel mit der Spitze. So, einmal neu. Hintergrund und Schnauzen und Mähnen. Oder nee, Mähne ist es beim Pferd, ne? Schnauzen und Fell, Ohren, Nacken, Schwanz, Stoff. In der Anleitung wäre es dunkelbraun und weiß. Auf ein neues. So, also jetzt haben wir es geschafft. Die sind zusammengenäht.
Die bügeln wir jetzt nochmal schnell und dann sage ich auch gleich, was die darstellen. Bei unserem kleinen Scott hier. So. Ich wollte ja mal den Turm hinter mir aufräumen, ne? Kommt Zeit, kommt auch Aufräumzeit für den Turm. Nicht so wackeln. Also, wieder mit dem Fingernagel ein bisschen vorbereiten und umbügeln. Einmal. Und vorbereiten. Umbügeln. So, also wir haben zwei geschafft. Die beiden stellen da einmal die Ohren und einmal die Schnauze. Genau, und jetzt brauchen wir als nächstes einen dunklen. Halt, geht schon wieder los. Nein, wir brauchen keinen dunklen. Wir brauchen den, der in der Anleitung als dunkelbraun bezeichnet wird. Also bei mir der hier und dann brauchen wir einen Hintergrund, so wie eben gerade auch. Und auf dem Dunklen malen wir uns jetzt die Mitte von der längsten Seite des Dreiecks, die Mitte bis zur Spitze oder von der Spitze bis zur Mitte. Da auf jeden Fall eine Markierung brauchen wir da jetzt. Die Markierung kannst du dir anmalen, die Markierung kann aber auch dein Bügeleisen verursachen, indem du das einmal zur Hälfte knickst und einen Knick reinbügelst. So kann man auch markieren. So, die beiden, wie gesagt, haben wir gerade genährt, Schnauze und Ohren. Die lege ich hier mal auf die Seite, damit ich sie nicht verliere. Zu dem Dunkelbraun in der Anleitung brauche ich einen hellen, einen Hintergrund, einen weißen von der Anleitung her. Dann habe ich den dunklen markiert und lege ihn wieder rechts auf rechts. Rechts auf rechts auf den Hintergrund, auf den weißen. Und nähe jetzt auf der Markierung einmal runter. Ah, jetzt hat er mich gefressen. Da hatte ich zu wenig Stoff unterm Füßchen. Das passiert, wenn man zu knapp ansetzt. Das kann man umgehen, wenn man knapp dahinter einen alten Stoff anlegt und dann da erst losnäht und dann knapp den anschiebt, dass so ein Mühfaden zwischendrin hängen bleibt, den man später abschneiden könnte. Oder man näht jetzt einfach ein bisschen vorsichtiger. Dann geht das auch. Vorsichtig und langsam, dann wird das auch was. So, also wir haben jetzt hier auf der Markierung hier runtergenäht. Und jetzt nehmen wir wieder unsere Schere und schneiden. Auf welcher Seite ist eigentlich wurscht? Schneiden eine Seite ab. So. Eine Seite abgeschnitten, kommt fort. Und den falten wir auf und bügeln um. Das ist jetzt ein Teil von unterm Kinn. Ja, also nochmal den Scotty hier gezeigt. Und das ist jetzt hier dieses Teil hier. Da nehmen wir jetzt dann gleich einen als dunkelbraun bezeichnet in der Anleitung, also einen Mähne, Ohren- und Schwanzstoff.
und legen das rechts auf rechts. Und nähen an der langen Kante entlang. So, Fäden wieder abschneiden. Falten und bügeln. Und da bügele ich jetzt die Nahtzugabe unter das komplette Dreieck. Also nicht unter das, wo zusammengenäht ist, sondern sieht ein bisschen aus wie ein Schiff. genau. So schaut das jetzt aus. Das ist für unters Kinn. Lege ich auch schon mal drüben hin zu meinen Sachen, die ich schon fertig habe. Und jetzt kommt die Schnauze. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir uns konzentrieren. Also, wir brauchen den Stoff für den Körper, ein Teil, und legen das, wahrscheinlich ist es bei euch jetzt seitenverkehrt, aber wenn ihr die Anleitung habt, dann steht das da auch, wie man es hinlegen soll. Also, der 90-Grad-Winkel, die Spitze, die zeigt nach links. Wahrscheinlich ist es seitenverkehrt, aber wie gesagt, wenn ihr das mit der Anleitung habt, dann seht ihr das. Also zeigt hier rüber und ihr nehmt die rechte Spitze hier und faltet die auf den 90-Grad-Winkel. So. Dann macht ihr hier mit dem Fingernagel oder bügelt. Es reicht aber eigentlich, wenn ihr hier mit dem Fingernagel so einen Knick reinmacht. Dann könnt ihr es wieder auffalten und habt ja hier diesen Knick. Dann nehmen wir jetzt den Stoff fürs Fell, für die Ohren und legen den rechts auf rechts mit dem 90-Grad-Winkel hier rein in den Knick. So, der soll hier unten schön anliegen und hier am Knick schön anliegen. So schaut das jetzt aus. Und wir nähen jetzt hier neben dem Knick, füßchenbreit neben dem Knick. So. Das Ganze schaut jetzt so aus. Beim einen steht es hier über, beim anderen hier, von hinten so. Also die sind praktisch genau aufeinander gelegt. Und wir schneiden jetzt den am Knick einmal weg. So, da wo der Knick war, da, das ist jetzt unsere Schnittlinie praktisch. Dann können wir das Ganze auffalten und einmal bügeln. Dann brauche ich Platz auf meiner Schneidematte. Muss ich mal hier ein bisschen aufräumen. Upsi, das war ein wenig zu schwungvoll. Entschuldigung. Also dann haben wir jetzt an der Knicklinie abgeschnitten. Jetzt nehmen wir unser genähtes, legen es mit dem 90-Grad-Winkel vor uns hin, dann sieht es ein bisschen seltsam aus und suchen uns mein 45-Grad-Winkel hier auf dem Lineal, den lege ich jetzt mal hier an die kurze Seite auf der Stelle von dem schmäleren Teil hier praktisch im Moment. Hier oben liegt er an, hier an der Seite liegt der Winkel an, hier oben liegt das Lineal an.
Und ich schneide jetzt den Überstand von dem Hintergrundstoff, also von dem, was in der Anleitung als weiß bezeichnet wird, schneide ich jetzt weg. Ich glaube, ich habe schon wieder was falsch gemacht. Heute ist nicht mein Tag. Meine Güte. Ja. Weil somit kriegt meiner jetzt einen Hintergrundstoff als Nase. Leute, sorry. Ich glaube, ich brauche den hier aber nicht mehr. Das ist das, wenn man unterschiedliche Farben nimmt. Das muss ich wirklich ganz arg konzentrieren. So, ich trenne mal wieder auf. Also, ich brauche den für den Körper und den fürs Fell, für die Ohren, für den Schwanz. Die müssen aneinander genäht werden. Und jetzt muss ich gucken, dass ich so rum, dass ich den da schick dran genäht bekomme. Also die Art und Weise bleibt die gleiche. Bloß ihr nehmt halt die richtigen Stoffe, ne? So. Jetzt schaut's gut aus. Bügeln nicht vergessen. Also, so schaut's aus. Und jetzt fangen wir wieder an mit diesem Geschneide eben. Also 45 Grad Winkel an die so, 45 Grad Winkel vom Lineal. Das ist hier immer so eine Linie auf dem Lineal. Den eben an die Seitenkante anlegen und an die obere Kante, das ist die Schnittkante, also die lange Seite vom Dreieck. Das schneiden wir jetzt hier weg, das kommt fort. Und jetzt schauen wir noch, ob das Dreieck einen rechten Winkel hat oder ob von dem Rosa noch irgendwas übersteht. Und dafür legt man einfach, wenn mein Mini-Teil hier mal liegen bleiben würde, aber es sieht gut aus. Also, dann muss nämlich das alles hier abgedeckt sein und darf nicht überstehen. So schaut's aus. Und somit hat mein Scotty seine Schnauze. Ja, also da kommt man schon durcheinander, wenn man die Farben hell-dunkel hat, andersrum. Aber ich habe es mir ja so ausgesucht, ne? So, jetzt brauchen wir wieder einen Hintergrund. Und das habe ich ja gerade eben verbummelt. Deswegen schneide ich schnell noch eins zu. Dafür brauche ich nochmal den Zuschneideplan. Wo bin ich hier? Also weiß. Schneiden wir schnell eins. Ich mache euch mal ein bisschen. So. Eins. Ach, und noch eine Idee, wenn ihr so ein Quadrat habt und ihr wollt eine Diagonale schneiden, dann habt ihr ja euren 45 Grad Winkel am Lineal und wenn ihr den an der Kante immer hier anlegt, dann könnt ihr auch leichter hier durchschneiden, weil dann habt ihr hier die Markierung von der Kante auch nochmal und wenn ihr die eine Spitze hier anlegt, wisst ihr, wenn es richtig quadratisch ist, dass es am anderen Ende auch rauskommt an der Spitze. Das ist auch noch mal so eine kleine Hilfe.
So, und dafür kommen jetzt der Hintergrund, der weiße und die Schnauze rechts auf rechts. Ich muss, glaube ich, auch meine Maschine mal wieder säubern und ölen. Wieder mal ein bisschen Wellness für die Nähmaschine. Muss auch immer zwischendrin sein. Wenn man die immer schön sauber macht und schön ölt, dann läuft die auch sehr lange ohne Probleme. Wer viel arbeitet, muss ja mal ab und zu Wellness bekommen. Ne? So, jetzt bügeln wir wieder. Und eine kleine Schnauze fertig. So, was fehlt uns noch? Also wir haben noch den hier übrig. Das wird das untere Hintergrundquadrat. Und der hier ist noch übrig, das wird praktisch der Kopf. Ich lege die mal auf die Matte, dann kann ich das euch mal ein bisschen zeigen. Und ich schneide bei denen hier diese Überstände ab. Das muss nicht sein. Aber erstens kann ich es jetzt dann gleich besser hinlegen und zweitens gefällt es mir einfach besser. So. Und ja. Also, wir puzzeln mal. So. Dann rutsche ich halt drüber. Wo ist denn jetzt das Bild? Ach nein, dann nehme ich den genäht. Also, den hier und dann kommt das andere darunter. Und was haben wir denn? Da oben drüber kommt der hier. Das ist, so schaut er aus. Der kommt hier so oben dran, da daneben kommt einer so, dann die Schnauze, kommt der hier oben hin und die Schnauze. So. Und Hintergrund. Und so. Ich glaube. Ja. Aber ist schon spannend, wie weit das hier jetzt hochgeht. Wie viel Nahtzugabe da jetzt weggenäht wird, ne? Damit das dann die gleiche Größe hat wie das hier. Also ich finde das sehr crazy. Aber das machen wir halt jetzt kleiner. Also wir nähen am besten erstmal die Kleinteile alle zusammen. Sprich die Ohren mit dem Hintergrundquadrat. Auch immer schauen, dass das gut aufeinander liegt. Dann den Kopf mit der Schnauze. Bei den kleinen Teilen ist das sehr spannend,
Weil von hinten schaut es jetzt so aus und ich nähe jetzt auch noch das hier. Bis hierhin habe ich es weggenäht. Also meint man, es bleibt nicht mehr viel übrig, aber da habe ich die Nahtzugabe hier oben gebügelt. Es bleibt schon noch ein bisschen was, aber also bei den ganz kleinen Sachen ist schon sehr viel Nahtzugabe immer weg. So, wen haben wir noch? Die beiden hier, also das Kinn und die Schnauze, also den Mund. Den unteren Teil. Und ihr seht, ich tue es einmal umlegen, einmal auseinander. Das kommt immer darauf an. Bei dem habe ich es jetzt auseinander, weil die Nahtzugaben sonst mir zu dick gewesen wären. So. Und das untere Quadrat wird jetzt hier also das Teilchen hier. Das ist minimal größer, aber das passiert eben bei den kleinen Dingern. Wenn man da mal ein bisschen daneben näht und da mal ein bisschen, dann ist das schnell komplett anders. So, ich hoffe mal, ich habe jetzt die Spitze nicht so genäht. Naja, sie ist gerade noch da. Gerade noch. Ich hätte ein bisschen weiter runter nähen müssen. Ja, also wenn man bei den kleinen Teilen, da seht ihr, dann steht es hier schon über. Hier auch, aber das gibt sich am Schluss. Das ist aber, wenn die Teile eben so ganz klein sind, so mini, dann ist das so. So, da oben drauf jetzt die Nase. Dann mache ich mal kleine Klammer hin, damit mir die da sitzen bleibt, bis ich da hinkomme. Zimmer wird langsam ein Hund. Gleich ist er fertig, unser Süßer. Und obendrauf jetzt noch die Öhrchen. Somit wäre die andere Seite auch fertig. Man kann ihn erkennen. Ne? Das bügeln wir jetzt alles mal gut und nähen es mit der anderen Seite zusammen. Weil jetzt soll es die richtige Länge haben. Na, also vorhin hat es um ein komplettes Kästchen übergestanden. Und jetzt passt es zusammen. Ganz schön was weggenäht, ne? Jetzt setzt man das Ganze hier hübsch aneinander. Ich klammer mir das eben an den Übergängen, damit es da zusammen bleibt. Man kann so mit Nadeln festmachen.
was euch gerade zur Hand ist. Huch! Komische Geschichte. Also entweder bin ich irgendwo hingekommen, weil jetzt steht sie auf Knopfloch nähen. Seltsam, seltsam. Deswegen ist mir jetzt die Nadel abgebrochen. Aber man hat ja Gott sei Dank immer einen Vorrat zu Hause. Aber wie ich da jetzt an den Knopf hingekommen bin. Also mal wieder auf die normale Näherei stellen. Also das ist mir ja auch noch nicht passiert. Aber naja, einmal ist immer das erste Mal, ne? So, einmal wieder eingefädelt. Da hängt ein Faden. So, einmal wieder eingefädelt, neue Nadel. Die alte hat keine Spitze mehr. Aber die Nähmaschine hat es überlebt. Also nochmal von vorne. Wir versuchen, Stich passt, dass ich dahin gekommen bin. Verrückt. Gut. Und jetzt ist er fertig, mein Mini-Scotty. Süß. Ist er nicht goldig? Oh Gott. Bügeln. Einmal bügeln. Jetzt überlege ich bloß. Auseinander, oben, über, rüber, runter, rauf. Ich bügel es auseinander. Dann kriegt jeder die gleiche Menge an Nahtzugabe. Ist der da oben nicht? So. Da ist er, der kleine Scotty. Na, also, da gibt es so ein paar Stellen, die man vielleicht treffen sollte. Das ist hier diese Verlängerung vom Nacken in die Ohren. Und sollte man gucken, dass man nicht die Spitze hier unten ganz wegnäht. Aber nicht immer alles so ernst nehmen. Der Scotty, der lebt auch mit ein bisschen weggenähter Spitze und ein bisschen schiefem Nacken-Ohren-Ansatz. Das macht dem nichts aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, die Nähanleitung findet ihr im Shop www.quiltvilla.de. Ich sag's nur immer, weil ich werde öfter mal danach gefragt. Oder ihr macht beim Quiltvilla Sampler 2023 mit, dann bekommt ihr jede Woche eine E-Mail von mir. Und die nächsten Videos zu den Blöcken, die ich heute unter anderem fertiggestellt habe, schaue ich, dass ich bis zum Wochenende schaffe. Mein Mann ist nämlich nicht da. Und da habe ich ein bisschen mehr Zeit. Meine Kinder machen sowieso, was sie wollen. Die sind froh, wenn ich nicht irgendwas mit ihnen machen möchte. Haben Teenager, glaube ich, so an sich. Und genau, da kommen dann die anderen Videos am Wochenende. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend. Viel Spaß beim Nähen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Ach, und noch was. Ich wurde auch gefragt, ob der Laden offen hat wegen dem Feiertag. Wir haben ja morgen Feiertag am Donnerstag und Freitag und Samstag bin ich aber im Laden. Also wer Lust hat, wer einkaufen kommen möchte, der kann gern vorbeikommen. Ich freue mich. Freitag und Samstag. Freitag 9 bis 12, 14 bis 18 und Samstag 10 bis 13. So, und jetzt bin ich weg. Ich wünsche euch einen schönen Abend, viel Spaß beim Nähen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!